Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Wir haben es jetzt ungefähr anderthalb, zwei Stunden später als beim letzten Mal. Und wir haben im Team jetzt ein Black Wargreymon, Fähigkeit 200, 100% Kameradschaft. Und ein Wargreymon, Fähigkeit 200, 100% Kameradschaft. Und ich habe noch was Interessantes gesehen. Und zwar bei Kollege Schnürschuh, wo ist er denn? Da, bei Zetora, gibt es noch eine DNA-Digitation. Dafür brauchen wir ein Kameradschaft 100% Magna Garurumon als Freund. Nun haben wir Mesulodon. Das können wir zu Magna Garurumon wechseln. Wir hätten dann anstatt der beiden nur noch einen Digimon, aber ich bin ganz ehrlich, so richtig bin ich von Zetora und Mesulodon noch nicht begeistert. Die waren ganz lustig, aber ich habe auch kein Problem damit, die beiden zu einem Digimon zu verschmelzen, glaube ich. Wir machen mal den Moduswechsel. Da ist es. Maximale Anzahl der Fertigkeiten ist überschritten. Natürlich ist es das. Hier, Geschwindigkeitsladung, das benutze ich eh nicht. Stufe 2 Attacke auch nicht mehr. Weg damit. Die Frage ist, wer von denen wird die Basis? Hier haben wir 2370, 166. Okay, 275 Angriff gegen 259. 205, 180. Und Geschwindigkeit. Ja, ich würde definitiv sagen, Mesulodon ist die Basis, auch wenn ich nicht weiß, ob das irgendwas ausmacht. Wir probieren mal aus. Ich weiß selber nicht, was da rauskommt. Ich vermute, da es hier Varianten von Garurumon und Greymon sind, wird es wahrscheinlich sowas wie Omegamon werden. Vielleicht Magna Omegamon oder so. Keine Ahnung. Wir basteln das einfach mal. Okay, das sieht auf jeden Fall besser aus, als beide einzeln ausgesehen haben. Okay, wir müssen ein paar Sachen wegtun. Ja, Geistentzug brauchen wir nicht. Stufe 2 Attacke brauchen wir nicht. Weg. Wir haben genug Items inzwischen und wir haben X-Aura. Reißnetz benutze ich auch nicht mehr auf dem Level. Das kann weg. Das behalten wir mal noch. Schock kann weg. Okay. So, jetzt muss ich dir erstmal nachgucken, was du bist. Wo bist du denn? Du musst irgendwo sehr weit unten sein, ne? Bin ich schon dran vorbei? Scheinbar. Gucken wir mal hier rüber. Susanomon. Der stärkste Gott der Zerstörung, der in östlichen Sagen über die Heilung gebietet. Soll erscheinen, wenn es zu Anomalien in Netzwerksystemen kommt, diese annullieren und ersetzen. Seine Spezialmoves sind Himmelsklinge, wobei die Lichtklinge aus seinen Zero Arms Orochi alles unter dem Himmel vernichtet und himmlischer Donner, die ultimative Technik, bei der die Lichtklinge gen Himmel gehalten wird und verheerende Blitze auf die Erde regnen lässt. Klingt nach einer ziemlich coolen Sau. Wenn wir ehrlich sind. Wer schreibt uns? Womit wirft Schumon bei seinen Spezialmoves? Bestimmt eine Kackebombe. Alle werfen immer mit Kacke in diesem Spiel. Mesulodon und Zetora.
Mesudodon und Cetora. Mesudotora. Celodon. Celoton. Celodon. Celodon finde ich gut. So, was kannst du hier machen? Dein Angriff ist höher als deine Intelligenz. Aber beides ist ganz gut. Was ist denn deine stärkste physische Attacke? Windkralle dazu. Dann packen wir mal eine magische Attacke mit dazu packen, vorsichtshalber. Trifft immer. Dann vielleicht ein magischer Angriff gegen alle. Und dann wieder ein physischer gegen alle. Jeglicher Schaden um 10. Was haben wir sonst zur Auswahl? Okay, jeglicher Schaden um 10% reduziert. Coole Sache das. Ja, hier haben wir die beiden Greymons. Wir haben jetzt noch jede Menge Platz im Team. Können wir den irgendwie auffüllen? Ich würde jetzt nicht mehr groß trainieren wollen, wenn ich noch jemanden mitnehme. Die können nebenbei Erfahrung sammeln. Wir lassen das Team erstmal so, wie es ist. Speichern wir zwischendurch wieder. Das ist schon eine Weile her. Und dann geht es endlich weiter hier. Ihr habt lang genug gewartet. Ich auch. Ich bin ja immer noch hier. Und gucken auf die Auftragstafel. Rina Shinomiyas verrückte Reise. Die Handymen lösen auch Fälle? Ich brauche einen Tipp für gutes Essen. Hilf uns, satt zu werden. Bist du aus dieser anderen Welt hier? Gumi aus einer Parallelwelt? Lol. Ein Fall, für den ein Fremdenführer für eine Restauranttour gesucht wird? Ich schätze, einige Leute haben die Vorfälle der letzten Zeit völlig kalt gelassen. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, ab und zu was sowas zu machen. Der Klient wartet in Shibuya. Was meint er nun mit dieser Welt? I don't know. Wo ist der Klient? Er kommt zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Du da, mit dem Schmetterlingslogo. Bist du der Handyman, von dem alle reden? Wusste ich's doch. Endlich. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf dich. Weißt du nicht, dass es unhöflich ist, eine Dame warten zu lassen? Was, du nimmst Fälle sogar dann an, wenn du nicht sofort anfangen kannst? Jetzt verstehe ich. Mirei hat mir erzählt, dass du Probleme schnell löst. Ich dachte, sie meinte damit, dass du kommst, sobald ich einen Fall ausschreibe. Tut mir leid, dass ich wütend geworden bin. Ich heiße Rina Shinomiya. Ich bin ein Digimon-Zähmer. Aber wie dem auch sei. Rina! Sieht aus, als wäre er endlich aufgetaucht. Das ist mein Partner, Vivi, das Alphorst Vidramon. Und das ist Kentaurosmon. Wir kennen uns aus dieser Welt. Du brauchst mich mit diesem Menschen gar nicht bekannt machen.
Was habe ich dir dazu gesagt? Kentaurusmon hat viel durchgemacht. Er weiß immer noch nicht, dass es nette Menschen gibt. Darum ist er mit Vivi und mir unterwegs. Jetzt brauchen wir dich als Fremdenführer. Du hast noch nicht alles erklärt. Er weiß nicht, wovon du sprichst. Tut mir leid, so ist sie immer. Ich kann es nicht erklären, aber wir kommen eigentlich aus einer anderen Welt. Also, wir wissen nicht viel über diese Welt. Trotzdem redet Rina ständig davon, dass sie lecker essen und rote Bohnensuppe probieren will. Wir haben mit Mirei gesprochen und sie hat dich erwähnt. Jawohl. Rina isst alles, solange es nur gut schmeckt. Kannst du uns ein paar deiner Lieblingsrestaurants in dieser Gegend zeigen? Was, woher wir Mirei kennen? Und die Frage werde ich beantworten. Wie wir Mirei kennengelernt haben, ist eine hochinteressante Geschichte. Faszinierend sogar. Wir haben sie in einer Parade... Nein, anders. Wir haben sie in einer Paradingswelt getroffen. Alles Mögliche ist passiert. Zum Beispiel außergewöhnliche, fantastische Dinge. Und dann, Versuch nicht einzuschlafen. Oh, es ist nicht leicht, all diese komplizierten Dinge zu merken. Worum ging es nochmal? Ach so, ja. Wir wollten gerade lecker essen gehen. Unser Fremdenführer ist da, also kannst du losgehen. Warte, Rina. Du weißt den Weg nicht. Deshalb hast du ihn doch angeheuert. Warum gehst du voran? Ich werde Menschen nie verstehen. Ich habe kein Wort davon verstanden. Ein komischer Haufen, aber anscheinend harmlos. Ich werde tun, worum sie gebeten haben und ihnen gute Restaurants in Shibuya zeigen. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die sind. Käsebombe wäre richtig, natürlich. Gute Restaurants in Shibuya. Wow, das ist also ein Restaurant, wo man in dieser Welt köstliches Essen bekommt? Nichts wie rein. Dieser Menschenladen ist mir nicht geheuer. Auf dich zu beschweren und geh rein. Was es wohl gibt, ich kann es kaum erwarten. Rina, freu dich nicht zu früh. Wow, hier ist es aber schick. Es ist Mittagszeit, also ist das Tagesgericht wohl die beste Option. Und sieh nur, hier gibt es Steak. Ich habe mich entschieden. Ich nehme auf jeden Fall das. Was ist mit dir, Vivi? Ich nehme das Gleiche. Ich will gar nichts. Ich esse kein Menschenfutter. Für Kentaurusmon auch das Gleiche. Und für unseren Fremdenführer. Okay, Zeit zu bestellen. Entschuldigung. Du hast mich nicht ausreden lassen. Bitte sehr, viermal Steak. Es ist da, es ist da. Und so dick. Ist das gut? Ja, es schmeckt köstlich. Was meinst du dazu, Kentaurusmon? Wie gesagt, ich esse kein... Oh, das ist meine Chance. Hä? Juhu, ich hab dein großes, saftiges Steak. Wenn du glaubst, dein billiger Trick würde mich dazu bringen, Menschenessen zu probieren, dann erst... Du magst ja von deinem blitzartigen Reflexe bekannt sein. Aber du bist nicht schnell genug für mich, wenn es ums Essen geht. Sieht aus, als wärst du doch nicht der schnellste Digimon. Was? Machst du dich über mein Tempo lustig? Verzeihung, könntet ihr bitte leiser sein? Entschuldigung. Hört auf, ihr beiden. Das ist keine Art, sich in der Öffentlichkeit aufzuführen. Jetzt habe ich zwei Steaks. Das lasse ich nicht zu. Nanu, du hast mir und Vivi unsere Steaks direkt unter der Nase weggeschiebitzt? Hey, wieso hast du um eins genommen? Wie gefällt dir das? Das war eine Kostprobe meiner wahren Geschwindigkeit. Hey, unterschätz mich nicht, nur weil ich ein Mensch bin. Ich werde dir zeigen, wie schrecklich mein Zorn sein kann, wenn es um Fleisch geht. Verzeihung, bitte nicht auf den Tischen stehen. Runter da! Fremdenführer, halt ihn bitte auf. Er vertilgt unser ganzes Essen. Jetzt gehört alles Fleisch mir. Ihr könnt meinen frostigen Atem essen. Du hast es so gewollt. Jetzt spürst du meinen Fleischeszorn. Kick! Also gut, das reicht jetzt. Man hat uns rausgeworfen, nur weil Vivi und Kentaurusmon sich nicht beherrschen konnten. Schieb das nicht auf uns. Es ist nur deine Schuld. Du warst rüpelhafter als wir beide. Und unser Fremdenführer hat nichts getan, um dich zu... Was, du hättest längst keine Zeit zum Ausruhen? Also hat es dir gefallen? Okay. Ich verstehe nicht ganz, aber deine Arbeit muss hart sein.
Ich kann nicht glauben, dass ich mich so habe gehen lassen. Ich konnte nicht aufessen. Gehen wir zum nächsten Lokal. Zeit, dass ich die ersehnte rote Bohnensuppe probiere. Oh, ich kann es nicht erwarten. Rina, warum lässt du unsere Fremdenführer zurück? Ah, hier sind wir. Da wären wir. Hier gibt es rote Bohnensuppe, Götterspeise und alle möglichen Süßigkeiten. Zeit für japanische Süßigkeiten. Süßspeisen? Rina, warte doch. Hm? Was ist los, Vivi? Sei keine Spaßbremse. Wenn du so aufgekratzt da reingehst, machst du nur das gleiche wie im letzten Lokal. Entschuldigung. Das werde ich nicht, glaube ich. Doch, das wirst du. Der ganze Zucker steigt dir sofort zu Kopf. Wenn du dich nicht einkriegst, wird uns der Zutritt zu sämtlichen Restaurants in dieser Gegend untersagt. Untersagt? Du meinst, wir dürfen da nicht mehr hinein? Dann sag doch sowas nicht. Auch ich bedauere mein schändliches Verhalten. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich hab's. Rina weiß mal wieder, wo es lang geht. Wir setzen uns einfach in Ruhe hin und genießen friedlich unsere rote Bohnensuppe. Ganz einfach. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Natürlich. Okay, was soll ich nun bestellen? Die rote Bohnensuppe sieht so gut aus, aber die Götterspeise auch. Oh, luxuriöses Drei-Gänge-Dessert? Mit rote Bohnensuppe, Götterspeise und Mochi. Das nehme ich. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Viermal das luxuriöse Drei-Gänge-Dessert. Das ist ja riesig. Ich habe wohl die richtige Wahl getroffen. Dieser Duft. Oh, das muss der Agar in der Götterspeise sein. Wow, die makellosen Götterspeisewürfel und die edle rote Bohnenpaste sind eine himmlische Kombination. Was ihnen allen wohl durch den Kopf geht. Das ist, als würde ich eine dieser Restaurantkritiken schreiben. Solange ich nichts sage, kann ich aus dem Häuschen geraten, wie ich will. Und niemand kann wütend werden. Ich bin so schlau. Das ist doof. Vielleicht probiere ich jetzt das Mochi. Oh, sogar kein Tarusmon probiert davon. Oh, ist langsamer. Lass dir Zeit und genieße es. Ah, das wollte ich sagen. Nach der Götterspeise trinke ich vielleicht etwas grünen Tee, um den Geschmack zu neutralisieren. Jetzt mischst du dich auch noch ein. Die Kombination aus Stärke, Sirup und Sojapulver in diesem Mochi ist ausgezeichnet. Hey, schreibt denn hier jeder seine eigene Kritik? Das reicht alle nach draußen. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als um das Recht zu kämpfen, das Essen zu kritisieren. Logisch. Warum habt ihr es mir nachgemacht? Konntet ihr nicht einfach stumm dasitzen und essen? Du wirst also die Einzige sein, die das Essen kritisiert. Das macht keinen Spaß. Genau, jeder sollte das Recht haben zu sagen, was er denkt. Ihr wollt also jetzt alle das Recht, das Essen zu kritisieren? Dann hilft alles nichts. Wir sind Digimon-Zähmer. Meinungsverschiedenheiten klären wir, indem wir kämpfen. Wir werden um das Recht kämpfen, das Essen zu kritisieren. Wie du willst. Na gut. Ich werde gern zu Ende bringen, was wir gerade begonnen haben. Weißt du, wo wir das am besten regeln könnten? Wenn wir es vor dem Restaurant regeln, lassen sie uns vielleicht nicht wieder rein. Wirklich? Auf Ebene 5 von Unter Kowloon? Das kenne ich nicht, aber bring uns hin. Klingt perfekt. Wer zuerst auf Ebene 5 von Unter Kowloon ist? Auf die Plätze, fertig, los! Was? Wo ist die Startlinie? Warte, Rina! Bei meinem Tempo schlägt sie mich auf keinen Fall. Ich kann die Klienten nicht einfach allein lassen. Ich gehe zu Ebene 5 in Unterkowloon. Und dann gewinne ich das Recht, das Essen zu kritisieren. Wie war das mit manchen Leuten, haben vielleicht nicht mitbekommen, dass hier die Welt untergeht? Aber hey, läuft schon. Dann gehen wir nach Ebene 5 von Unterkowloon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns das Recht erkämpfen, das Essen zu kritisieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Bis dahin und ciao.